auf Deutschland beneide dich für den Job, denke ich mal. Ja, das ist einfach ein Top-Bus. Mein Name ist Michael Lauerbach, komme ursprünglich aus München, wohne jetzt allerdings am Ammersee seit 4,5 Jahren und bin seit ca. 13 Jahren, ein bisschen was über 13 Jahren, jetzt beim FC Bayern als Busfahrer angestellt. Davor habe ich einen Getränkemarkt in München gehabt, war selbstständig und ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr und habe da meine Ausbildung gemacht zum Rettungssanitäter bzw. zum Rettungsassistenten. Den Bus fahre ich seit Juli 2011. Davor war ich Bierkutscher. Wenn wir ein Tageshotel haben, dann schlafe ich zu Hause. Dann gehe ich gegen 9 fahre ich Richtung Garage, hole den Bus raus, bin dann gegen 10, halb 11 dann an der Selbener Straße, wo dann sich die Spieler alle treffen. Und dann geht es gemeinsam dann gegen 11, halb 12 dann Richtung Hotel, Tageshotel. Dort gemeinschaftliches Mittagessen, dann haben die Spieler nochmal ein bisschen Ruhe und gegen 13.50 geht es dann Richtung Stadion, dass wir so gegen 14.15 im Stadion sind. Das ist aber schon länger her, dass ich da mal jemanden vergessen habe. Vollzeitigkeit gezählt, ja, und dann auf einmal kam ein Anruf, steht noch ein Spieler im Hotel. Ja, dann ist er mit dem Taxi danach gekommen. Kam vor, aber seitdem nicht mehr. Das ist schon einige Zeit her. Es gibt keine Busregeln. Also sind, im Grunde genommen sind sie ja große Jungs, ja, aber jeder hat auch eine Kinderstube zu Hause. Die wissen schon, wie man sich benimmt. Also Busregeln gibt es keine. Ist ein Gebrauchsgegenstand, dass da mal Papier auf dem Boden liegt oder mal irgendwas runterfällt, Getränk runterfällt, aber das ist normal. Aber da gibt es keine Busregeln. Weil das passiert jedem. Ja, jeder hat ja seinen eigenen Musikstil. Ne? Mittlerweile gibt es ja auch zigtausend Varianten von Musikrichtungen und da hat jeder seinen eigenen. Wir haben ja der Armin hier, der macht immer so einen Mix hier für den Bus. Ja, das läuft halt dann auch noch, ja, für die, die keinen Kopfhörer aufhaben. Wenn ein Endspiel gewonnen ist oder so, dann kommt schon mal ein Spieler her, spielen mal das oder das, aber im Endeffekt läuft Musik quer durch, dass, wie gesagt, das Fehlen, was dabei ist. Und es hat sich zu damals hat sich schon geändert. Früher hat man da halt einmal, wenn gerade Titel gewonnen wurden, hat es halt einmal einen Schlager im Bus gegeben. Ja, aber das kennen die wenigsten. Ein Triple holt man doch nicht jedes Jahr. Sieht man ja, das ist ja auch jetzt schon dann 7 Jahre her. Und an die Zeit, also die 3 Titel, bin ich gerne zurück. Die gesamte Innenausstattung ist ja schon mal Sonderbau. Das findest du ja in einem normalen Bus sowieso nicht. Ja, heißt der Stern des Südens. Ne? Also Van Bommel war ein angenehmer Typ. Ja? Also immer höflich, auch mit dir gesprochen und so weiter. Also das sind Philipp Lahm, ja? Den habe ich auch noch als Jugendspieler gefahren damals. Ja, also sind schon einige, die abgehen, aber das ist halt der Zahn der Zeit, ne? Wo dann die Spieler dann irgendwann mal gehen oder gehen müssen, ja? Oder auch wechseln, freiwillig wechseln, aber das ist halt das Geschäft. Dante Rafinha bei Schweinsteiger, im Endeffekt irgendwie vermisse ich alle, die wo wechseln, also wie gesagt, sind alles top Jungs. Wir hatten ja mal einen kleinen Franzosen bei uns, ja, der hat halt hier immer, wenn der Bus ein bisschen unbeaufsichtigt war, ja, dann hat er halt mal kurz auf die Hupe gedrückt. Ja, hat er dann mal den Fans oder auch uns am Anfang immer einen Schrecken eingejagt, weil die Hupe ist ja relativ laut. Ja, und dann hüpfen dann natürlich dann die Leute und da hat sich natürlich der Frank natürlich dann gebogen vor Lachen und uns ist das Herz in die Hose gerutscht. Wir kommen
fast bis Lissabon, also so 2200 Kilometer so um den Dreh rum mit einer Tankfüllung. Wir fahren ja immer voraus praktisch und da fährt ja die Mannschaft in der Regel nicht mit. Die fahren bis zu 300 Kilometer, fährt die Mannschaft mit im Bus. Es gibt Stadien, wo es ein bisschen enger hergeht. Es gibt Stadien, die großzügiger sind, ja, von der Anfahrt her. Barcelona zum Beispiel, da fährst du in einen Tunnel rein, das ist sehr eng. Ja, auch noch mit einer kleinen Kurve versehen. Also das ist ein altes Stadion. Ja. Und da ist halt das dann auch schon mal ein bisschen schwieriger. Aber im Großen und Ganzen sind wir bisher immer gut durchgekommen. Es gab mal einen Trainer, der war da ein bisschen, ja, der hat halt versucht, die Wege vorzugeben, aber manchmal waren die dann doch nicht so gut, dass wir dann mit dem Bus dann nicht weitergekommen sind. Ja, eine Kollision hatte ich, das war in der Sebner, da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich die Kurve zu eng genommen, habe da noch einen PKW mitgenommen. Da kommt dann mein Spitzname her, also Kurve, den hat mir der Van Bommel vermacht. Mit Niklas zum Beispiel, da ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr Kontakt, auch mit dem Serge, ja, ein bisschen mehr Kontakt. Aber so im Großen und Ganzen, Lieblingsspieler jetzt im Großen und Ganzen, habe ich eine. Einzige ist halt Müller Thomas als Bayer, als einziger Verbliebener noch da drin. Ja, also das ist halt dann, den kenne ich ja auch schon von der Jugend. Die Saison ist spannend, muss man abwarten, aber ich gehe davon aus, dass wir wieder Meister werden. Wenn ich nicht die goldenen Löffel von irgendjemandem klaue oder jetzt irgendwie einen schweren Unfall baue oder so, dann glaube ich schon, dass ich das bis zur Rente mache. Ich habe es zumindest nicht so vor.